Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Game Guru The Easy Game Maker. Und in dieser Folge möchte ich gerne mit euch ja ein bisschen am See arbeiten und den Wald schon mal anfangen, sodass wir eigentlich hier alles sozusagen schon mal vorgeplant haben, was hier alles so passieren wird. So, am See waren wir in der letzten Folge schon zugange, also der existiert schon. Ich fliege mal hin. Da haben wir unsere Insel, die will ich noch ein bisschen minimieren, also der Berg ist ein bisschen zu groß. Und das habe ich gerade so nebenbei mal gebaut, eine Brücke. Da passt mir jetzt aber noch nicht, dass die einfach so steht, ne? Der müsste irgendwie noch auf den Grund kommen. Also irgendwelche Ständer oder so, weißt du, der fliegt ja, ne? Das ist so, Statik müsste ja auch irgendwie existieren. Die ist krumm und schief, aber das macht nichts. Ich habe mir große Mühe gegeben. Boah, die ist aber echt ganz schön krumm. Naja, macht nichts. Ich habe sie mit der Hand gebaut. Das ist natürlich so eine Sache. Da müssen wir jetzt irgendwas finden, was wir als Stützen nehmen können, weil das sieht ja echt nie aus, wenn die da so fliegt. Na, so ein Baumstumpf oder mal gucken, was es hier so gibt. Bin mal neugierig. Ne? Wir können ja Fässer nehmen. Das könnte man tatsächlich, wenn man die lang zieht, dann sieht man ja auch gar nicht, was das ein Fass ist. Aber das macht die ganzen Texturen kaputt. Das wollen wir nicht. So, haben wir irgendwie so einen Baumstumpf nur? Das wäre ganz cool. Kaktus. Ne, ich meine so eine Latte oder sowas. Ein Palmlock, das ist vielleicht nicht ganz so angebracht. Ich suche mir erstmal was. Und dann gucken wir mal. So. Ne, ich finde hier garantiert erstmal so nichts. Ich guck mal, wie das aussieht mit den Fässern. Ich nehme Wicked. Was ist Wicked? Keine Ahnung. Nimm mal einen Fass. Ist nicht wundern, warum man ein Fass nimmt. Nee. Scale. Das sieht ziemlich behämmert aus, ne? Aber das ist ja der einzige Sinn davon, ist ja tatsächlich, dass wir das in den Boden sinken. Oh, das versinkt sogar im Wasser. Ich hoffe, das sieht man im Wasser. Ach nee, ich schrumpf das nicht. Ich hoffe, dass das nicht jetzt unter Wasser nicht zu sehen ist. Das wäre ziemlich dumm. Wo ist es denn? Da. Ja, ich denke mal, sieht optisch schon irgendwie passen. Ah gut, sehr schön. Ja, das ist mal doof. Ich muss einmal ganz kurz in dem Modus wechseln. Dann fliegen wir dahin, kopieren das Gerätchen einfach. Und da kann man ja richtig schön mit arbeiten. So schön detailliert. Boah, es dauert immer länger, das Laden. Ja. Bald muss ich das schneiden, dass ihr nicht die ganze Zeit das Laden ertragen müsst. Installing Physics. So. Hallo, Map. Fass. Wo bist du, Fass? So, G. Dann können wir fliegen. Oh. Achso, Quatsch. E. Habe ich vergessen. F9. Da können wir jetzt hier hinfliegen. Wo ist mein Fässchen? Ich habe doch ein Fässchen gebaut. Hä? Das finde ich jetzt doof. Wo ist mein Fass? Wo ist es? Ich habe es gerade nicht gesehen. Äußerst seltsam. Äußerst seltsam. Könnte man aber mit leben, ne? Optisch sieht es halt ein bisschen komisch aus, aber so zwei so eine Ständer würden schon arg Sinn machen. Muss ich noch einen bauen? Ist ja blöd. Naja. Wupp. So. Das Ganze lassen wir schrumpfen. Und aus irgendeinem Grund war das gerade unsichtbar. Ich weiß nicht wieso. So. Bumm. Sonst sieht es einfach albern aus, ne? Auch wenn es das schon albern aussieht. Aber wir wollen ja nicht furchtbar aussehen. Wachse, mein kleines Fass. Und hier nur eins. Da ist mir jetzt nach. Das kann man auch nicht beschleunigen. Das runterfahren. So. Maus. Bam. So, ich hoffe, die sieht man gleich. Dementsprechend haben wir jetzt auch schon mal ein paar Ständer gebaut. Dann schwebt die Brücke nicht so doof rum. Ja, ich bin ein Statiker. Und hier hinten möchte ich gerne einen Wald.
kreieren. So ein Slenderman-Wald. Da kommt auch schön Slenderman-Sound rein, so ein Grusel-Sound, wenn man da drin rumeiert. Aber da brauchen wir erstmal ein paar Bäumchen. Wo habe ich denn meine Bäumchen? Da. Das sind Gebüsche. Wir setzen jetzt erstmal wie bekloppt Bäume. Und dann geht es weiter an der Feinarbeit langsam. So. Immer so ein bisschen drehen, damit die nicht immer gleich aussehen. Wenn wir hier durch den Slenderman-Wald eiern. So, das war ein schöner Baum. Weil hier werden übelst gruselige Gefechte dann abgehalten. So. Sehr, sehr stimmungsvoller Wald. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich den zu groß mache. Sonst wird man sich da drin ja gar nicht finden. Das wollen wir natürlich vermeiden. So. Was haben wir noch für Bäumchen hier? Die kleinen müssen auch noch rein. So. Ja, am Ende sieht das... Das sieht jetzt zwar doof aus im Augenblick, aber das wird im Endeffekt geil. Also das wird richtig geil hier im Wald. Da kommt noch eine geheime Hütte rein. So. Kleiner Baum, großer Baum. Baumiger Baum. Mal ein bisschen drehen. Bäume dürfen ja so halbwegs ähnlich aussehen, sonst... Wird der Baum ja nicht viel Sinn machen. So ein Quadrat würde ich ungefähr haben. So. Dann müssen wir uns noch ein paar andere Bäume nehmen, damit wir auch so 3-4 verschiedene Bäumchen da haben. Das würde mir schon sehr viel bedeuten. So. Oh, das ist, wenn man sein Handy vergisst, auf lautlos zu machen. Scooby-Doo. Industrial, nein, Quatsch hier. Was haben wir denn noch für schicke, schicke Bäume? Hier, Tannen. Hoffentlich sind die groß. Naja, jetzt habe ich eine kleine Tanne genommen, aber... Mach nix, können wir ein paar von reinsetzen. Das ist eine Tannenecke. So. Es soll ja so realistisch und schön wie möglich rüberkommen. So. Ups. Ein Baum auf den Kopf drehen. Easter Egg. Nein, Quatsch, das ist blöd. Als nächstes noch ein bisschen Bäumchen, Tannchen. Den habe ich gerade benutzt. Ne? Sprute. Sprute ist auch klein, oder? Tri. Hier, guck mal, schöne Bäume. Boom. Was ist das für einer? Sieht also aus wie eine Tanne. Das dürfen wir auch nicht übertreiben mit dem... Mit der Vielfalt, ne? Das ist so viele Pflanzen können hier nicht wachsen. So. So. Rauch. Der Rauch, den finde ich ja extrem geil. Würde ich am liebsten überall verwenden, aber macht nicht überall Sinn, ne? Tree. Pine. Animated. So. Die noch und dann haben wir genug und dann kommen noch ein paar Gebüsche dazwischen. Dann heben und senken wir das Feld noch so ein bisschen. Und dann kommt ein bisschen Matsche da rein, ein bisschen Erde. Und dann ist das schon fertig, der Wald. Okay, da fehlt nur die Hütte, die ich ja noch geplant habe. So eine mittelalterliche Hütte, in der natürlich Loot liegt, ne? Den wir hier looten können. So. Jetzt müssen wir überlegen, wie schnell Slenderman programmiert wurde. Also, na gut, da hat er noch den Slenderman dabei. So, Gras wächst noch über die Sache hier. Natürlich, ne? Wie gesagt, ein bisschen Erde. Haben wir schon, wie das gleich aussieht. So. Vorsichtig, bin zu schnell. So. Der Wald wird wunderschön. Gras. Hier ist eine schöne grasige Ecke.
auf die Berge nicht begrasen. Umso dichter man den macht, desto grasiger wird der. So, Hügelchens. Vorsichtig. Weil das kommt nicht so rüber, wenn man dann gleich da läuft. Und das Riesenberge, die man gemacht hat. Muss man ein bisschen aufpassen. So. Soll nur nicht ganz so gerade aussehen, ne? Zabadalabidabidu. So, was haben wir hier oben? Für Hütten. Ich guck mal bei Medieval, ob wir da irgendwie eine Hütte haben. Wo wir dann hier Bahn. Bahn sieht cool aus. Ich glaube, die habe ich schon mal gebaut. Okay, jetzt müssen wir wieder runter. Und Bahn steht hier hinten ins Eck. Und beinhaltet wundervollen, schönen Loot. Boom. Die scheint nicht ganz. Doch. Wir sind ja auch hier krumm und schief. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie steht. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Dim. So, jetzt lassen wir mal runterschweben. Was? Wie hoch waren die? So, das ist der Boden. Ich sehe es. So. Boom. Bahn steht. Hier oben ist eigentlich noch eine Etage. Da kommt man, glaube ich, gar nicht hin, ne? Warum nicht? Wer baut denn so ein Haus? Verflucht. Gut. Dann fehlen natürlich noch so ganz kleine Büschleins. Ups. Ich gucke nochmal beim Büsche. So, ne? Der ist ganz schick. Den tun wir mal laufend da reinbringen, weil das natürlich dann auch optisch besser aussieht. Und wir können gleich einen Check machen, wie der Wald ungefähr aussieht, wenn man da drin rumläuft. So, laden wir die Geschichte. Ich setze mich mal um, lese während des lädt meine Nachricht. Ach so, Facebook, YouTube. Und zwar eBay. Ich habe doch gar nichts gekauft. Was willst du von mir, eBay? So, das dauert aber ganz schön lange. Wie stürzt es nicht ab und unsere Map ist tot. Creating AI Obstacles. Dann machen wir lautlos das Gerät hier, ne? So, jetzt steht es auf Vibrieren, hört er das. Oh oh, warum lädt's nicht? Oh oh. Wertvolle Aufnahmezeit, liebes Spiel. Ich will nicht nochmal machen. Der Wald hat mir so gefallen. Ich wette, der war richtig gut. Ah, da geht's weiter. Wie gesagt, ich werde es dann ab einem Zeitpunkt irgendwann rausschneiden, das Speichern, laden. Denn das ist doch ein bisschen zu viel des Guten. Okay, wir haben hier eine Menge Gras gesetzt. Sieht aber schön aus, sehr lebendig. Eigentlich wollte ich so einen düsteren Wald. Das ist ja irgendwie so voll der fröhliche Wald. So. Büsche, ich hole mal diese Büsche. Das ist ja cool, da können wir mit F9 ja einfach so mitnehmen. Das Dingchen. Oh, super. Jetzt haben wir ihn verschwinden lassen. Mann, das muss ich schon wieder hin und her hüpfen. Verfluchte Axt. So. Oh nein. Launching Tesla. Ja, guck mal, das geht schon. Nee, geht nicht schneller. Doch, oder? Jetzt hat das gerade ja schon mal geladen. Nee, das dauert hier wieder eine Zeit. Das überspringe ich am besten. So, da bin ich wieder. Wo ist mein Busch? Da ist mein Busch. F9. E. Grab.
So. Busch, komm mit. Oh Gott, die Steuerung ist aber schwierig. Oh, er schwebt. Das sollte er nicht tun. Oh. Ja, so ist das natürlich schön zu modellieren. Aber... aber dauert doch ganz schön lange, ne? Für so ein paar Büsche. Okay, wie sieht der Wald aus? Ich glaube, ganz in Ordnung, wenn wir hier drinnen kämpfen. Boah, ist das ruckelige Grafik, warum? Ist einfach schon mittlerweile so viel mit auf der Map. Da ist die fette Stadt da hinten. Aber der Wald, der könnte noch ein bisschen dichter sein. Da können wir nur ein paar Bäume reinzaubern, glaube ich. Ah, dann kommt der Airport und dann müssen wir uns noch was für die Mitte überlegen. Da kommt, da muss auch noch was Schickes hin hier. Kommt noch ein bisschen Häuser hin, Stadt jedenfalls. Die wird nämlich ziemlich groß noch. Und ja, gefällt mir bis hierhin ganz gut. Bupp, raus. Ist ein bisschen dichter, müsste der Wald doch noch. Mal so ganz spontan gesagt, die Bäume, die wirken jetzt alle ganz cool. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Na, ja, nicht noch eine Sorte, das wird mir doch zu viel. Jetzt habe ich eine andere Sorte genommen. Hier, das ist auch eine andere Sorte, ne? Aber egal. Machen den Wald dichter. Dann wird der düsterer. Und größere Bäume passen einfach immer. So. Was sind jetzt das Animierte? Und das verbraucht eine Menge, Menge Speicher. So. Dichter Wald. Und da drin wird PvP gemacht vom Allerfeinsten. Komm, Easter Egg Baum, sollen wir noch einen verstecken? Sollen wir noch einen verstecken? Ja. Easter Egg Baum. So. Man sieht es auch hier schon, dass es nicht dicht genug war. Na, sieht schon ganz cool aus. Bin schon ganz zufrieden. So. Nee, komm. Nicht ganz gleich. Das muss nicht. So. Da sind ja Mikrobäume dazwischen, ne? Das ist schon ein bisschen seltsam. So sieht er schon viel, viel dichter aus. Uns fehlen immer noch Bäume. Ich glaube, wir haben noch mehr Auswahl an Bäumen da. Kam ich schon ein bisschen durcheinander. Oh, zwei nebeneinander. Man macht nichts. Sind ja Bäume. Sind Zwillingsbrüder. Genau, direkt die Waldkante. So. Schön. Dann wünsche ich euch schon mal jetzt viel Spaß im Wald. In der Wald-PvP-Area. So. Ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Wir haben wieder einiges geschafft. Es fehlt immer noch Zaun. Fällt mir gerade noch spontan ein. Brücke ist da. Hier wird noch eine Menge, Menge gemacht werden müssen. Und ja, ich werde ein bisschen auch mal offscreen machen, also ohne Aufnahme, damit das alles nicht ganz so lange dauert und wir die erste Version mal raushauen können. Bin mal ganz gespannt, wie es euch dann gefällt, was hier drauf abgeht. Wird auf jeden Fall verdammt lustig. Bis dann, Leute.